14 Tage mit den Höppners. Durch die wohl schönste Zeit des Jahres. Noch 2 Tage Urlaub. Die Spielshow. Was für ein Schreck gestern auf der Sommerrodelbahn. Da hatte es Bernd Höppner mit seinem Schwiegersohn in Spe, Nico, aber gehörig übertrieben. Die Bilanz des Ausflugs: am Schlitten Totalschaden und Hausverbot. Beide sind jedoch noch mit dem Schrecken und zahlreichen blauen Flecken davongekommen. Glück gehabt. Denn schließlich findet heute, am letzten Abend des Camps, die große Spielshow statt. Die will keiner verpassen. Dafür hat Pastor Krüger extra den Mediendienst der evangelischen Jugend Bramsche engagiert. Die Lagergemeinde hat sich bereits voller Vorfreude vor der großen Bühne versammelt und wartet gespannt auf den Showbeginn. Hey, Nico. Entschuldige, dass ich jetzt erst zu dir komme. Ich wollte dir nochmal sagen, dass mir das fürchterlich leid tut gestern mit der Sommerrodelbahn. Ach, kein Problem, Bernd. Es ist ja nichts passiert. Nichts passiert? Nico hätte auch sterben können. Papa, das war unverantwortlich von dir. Ich überlege wirklich, ob ich dich bei meinem Führerschein ab 17 als Begleitperson wieder austragen lasse. Psst, sei doch mal ruhig da vorne, es geht los. Bitte begrüßen Sie Ihren Gastgeber, Kai Fabienne Rolf. Hä? Komisch. Der Sprecher klingt ja so wie ich. Ja, genau. Du hast ja auch einen Nebenjob beim Fernsehen, oder was? Einen wunderschönen guten Abend, liebe Lagergemeinde. Ich begrüße euch herzlich zur großen Spielshow. Wir haben heute Abend viel vor. Eine Menge Spaß, großartige Wettkämpfe und Spannung pur erwarten euch. Wir starten gleich durch mit dem ersten Spiel und so heißt es. Wir spielen Wetttackern und dafür benötigen wir hier oben 2 Kandidaten auf der Bühne. Los, Paul, das ist deine Chance, es allen zu zeigen. Ach, Blödsinn, geh du doch, du kannst das viel besser. Och, ich finde auch, du schaffst das, Paul. Los! Na gut, dann mach ich's halt. Und so nimmt ein bunter Abend seinen Lauf. Paul gewinnt das erste Spiel und wird von seiner Familie und besonders von Jana dafür bejubelt. Und auch die anderen Camp-Teilnehmer liefern sich einen spannenden Wettkampf in Spielen wie Wettschwimmen, Stimmt's oder Kisum. Lieder rückwärts raten. Ihr seid ein fantastisches Publikum. Wir kommen jetzt leider auch schon zu unserem letzten Spiel. Dafür brauche ich hier oben 3 Freiwillige. Los, Papa, das ist jetzt dein Moment. Was, ich? Aber die Spielshow ist doch für die Jugendlichen. Wer hat das denn gesagt? Los, Bernd, wir wollen was sehen. Na gut, aber nur, wenn Ingo auch mitmacht. Ist ja gut, ich will ja nicht das Spielverderber sein. Und da ist sie ja auch schon, meine Kandidatin. Du bist? Nele. Und die beiden Herren hier drüben? Ich bin der Ingo. Und ich bin Bernd. Super. Und unser letztes Spiel heißt Tampontaucher. Meine Assistenten befestigen jetzt diesen Tampon mit der Schnur hinten an eurem Gürtel. Euer Ziel ist es nun, sich so über die Flasche zu hocken, dass der Tampon in die Flasche eintaucht, im Wasser aufquillt und ihr die Flasche dann schnellstmöglich damit hochziehen könnt. Wer zuerst seine Flasche in der Luft hat, hat gewonnen. Alles klar? Na, das kann ja was werden. Das Spiel beginnt in 3, 2, 1. Boah, alto Belli, was ist das denn hier? Das Ding baumelt immerfort, das ist ja furchtbar. Los, Papa, du schaffst es! Oh, jetzt stell dich doch nicht so dämlich an. Es ist leichter gesagt als getan. Dein Vater sieht aus wie ein Frosch mit Rückenschaden. Und immer diese Ausfallschritte. Bernd, was machst du denn da? Wieso kommst du denn so nah zu mir rüber? Anlauf, Ingo. Ich brauche Anlauf. Ich nehme Schwung und... Bernd, pass auf. Mink Flash. Tritt's die gleich noch um, du Duppekopf. Herr Höppner, Vorsicht. Die Flasche... Nein, was machen Sie denn da? Nein, nicht. Passen Sie doch auf. Die Flasche kippt. Bernd, Vorsicht. Die Flasche. Papa, was machst du denn? Oh nein, schnell einen Lappen, das Wasser fließt ins Mischpult für die Beschallung durch die Mikrofon.